und noch eine Rune. Oh, nope. So, dann schwimme ich hier mal. Böse Fische oder gute Fische? Hey, was geht? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich. Wird ja ganz gern hoch. Kann ich hier irgendwo hoch? Da ist eine Kette. Da müsste ich erst. Haha! Na komm! Gut, immer her damit. Und springen. Also ich sehe mich ja hier hoffentlich nicht. Knochenartefakt. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktivieren. Ha. Noch. Ups. Noch ein Buch. So. Knochenartefakte, ja? Ah, ne. Falsch. Hier. Knochenartefakte, starke Arme. Du kannst andere Personen schneller erwürgen. Ich will sie doch. Ach komm. Upgrade ist Upgrade. So, jetzt muss ich hier wieder ungesehen runter. Ja, nee. Ah, so weit wollte ich nicht. Aber da hinten waren eine Rune. Wo ist die denn? Fisch! Au! Ist da jemand? What? Ach komm, die haben mich doch jetzt nicht wirklich gesehen. Ich war im Wasser. Leute, so geht's doch nicht. So, haben wir schon gelesen. Noch ein Artefakt hin und her. Haben wir das hier. Komm, geh doch weg. Ausgerüstet. So, jetzt haben wir's. Gut. Hier kann ich nicht durch, nehme ich an. Nope. Hier vielleicht. Lang. Ja, hier kann ich lang, aber da werden die mich sicher sehen, ne? Die Seuche hat den halben Block ausradiert. Besser sie als wir. Ein paar hatten wenigstens Geld. Ja, nice. 1, 2, 3, hoch! Und jetzt? Ich glaube, ich mache das einfach so. So, jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Und jetzt? Nope, nope, nope. Und deswegen ist die Fähigkeit so verdammt stark. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. 1, 2. Ich schon, du nicht. Servus. Ach, das ist mit Erwürgen gemeint. Aber erwürgen ist doch töten. Ich will den doch nicht töten. Wo kann ich den jetzt hier hinlegen, ohne dass die dämlichen Ratten den finden? Komm hier hoch. Du bist ja sicher. Vielleicht. So. Die sehen mich nicht. Da hinten. Wer auch immer du bist. Wer bist denn du? Ist doch keine Wache, oder? Nee. Aber du hast den Beutel. Das tut mir leid, aber der gehört mir. Au. Achtung, Bürger von Danwo. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen. Da hinten ist eine Rune. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufmerksamkeitsordens weiter im Dienste des Staates. Ich glaube, ich war drinnen irgendwo im Haus eine Rune, ne? Immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher. Oben kann ich nicht weiter, glaube ich. Nee. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Schrecklich, wa?
So, was haben wir denn noch hier? Die sind voll. Gläser. Komm, Lady, ich will dich ausrauben. Urne der Morays. Oh, es gab Geld. Ist ja schön. Kriegsmedaillon und Mana-Elixier und lauter so Zeug. Ja, hallo? Na, was geht ab? Liebster? Nee. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Ich hab doch gerade Nein gesagt. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ja, das merke ich. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Nope. Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Ja, wenn du dir das so einredest, bitte. Wir sind hier drin, hier sind keine Vögel. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Wenn du das sagst. Zuerst würde ich hier ganz gern... Hier ist nämlich ein Artefakt. Dankeschön. Nee, ist halt eine Rune. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Das siehst du dann, wenn du aufmerksam zusiehst. Was war denn hier? Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Gar nix. So, jetzt könnte ich hier einfach aufmachen und die Typen verprügeln, oder? Oder? Mach auf, Großmutter! So, hier hätte ich noch ganz gern meine Nachtsicht. Sie ist blind, nicht taub. Nur eine Frage der Zeit, Freundchen. Da haben wir dich. Na los, holen wir uns diesen Kerl. Ha? Macht ihn fertig. Gib doch Ruhe. Ich werde deine... Ja, du auch. So. Und jetzt will ich meine Betäubungspfeile wieder haben. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Oh, die waren hier, ne? Ja. Es sind nur zwei. Ich hab drei gebraucht. Du alte Abzockerin. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute... Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Oh, toll. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Gott, wir haben nie getanzt. Als du jung warst, war noch nicht mal mein Vater geboren. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Oben auf der Kommode. Hier irgendwo auch. Noch eine Rune. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein. Du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon... in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde, verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste.
Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Lady, hör auf, mich zuzuschwätzen hier. So. Du musst gehen, sonst Dr. Galvanis Büro. Naja, machen wir das halt. Ich mache ja sowieso hier. Ich bin ja hier der Optionalte. Ich mache ja alles Optionale liebend gern, ne? Ach, und dann, Dunwall. Alle verstorbenen Familienmitglieder sind dem örtlichen Totenzähler zu melden. Ungemeldete Todesfälle sind ein strafbares Vergehen. Kann ich hier? Ja, kann ich. So, und das Büro ist auch schon da drüben. Geht doch ganz gemütlich hier. Ohne, dass mich jemand sieht. Und dann noch hier rein. Ja, ich will in sein Büro, dankeschön. Alles klar, so hier haben wir erst einmal ein Glas, okay, ein Brot, ach komm, das Brot esse ich direkt einmal. Weil der eine Penne hat ja eine Flasche auf mich gegeben, was ist das? 75. Ein Tresor wieder mal, der ist natürlich auch verschlossen. Est, ich brauche einen Code. Wieder mal. Und wir wissen ja alle, wie gut ich in diesem Code finden bin. Da ist doch was drin, erzähl mir nix. Ja gut, komm erst einmal hier durch die Tür. Alles mitnehmen, was ich hier so finde. Nee. Ja mal Glas. Glas ist nicht toll, Glas ist nicht teuer. Kann ich nicht brauchen, Leute. So, da haben wir Moment. Die Putzfrau. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du, in der Wein? Können wir nicht? Nein. Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. Gut, während die hier labern, wo könnte ich ihn den Typen verstecken, wenn ich ihn erwürgen würde? Weil hier laufen überall Ratten rum. Da unten sind aber ein Haufen, hey. Jetzt geh doch endlich weg. Nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Oh. Schnippig, ja? Ach, der geht hoch. Das war die falsche Taste. Jetzt schaut er erst einmal verwirrt, ne? Hör zu. Ja, jetzt ist es besser. Das Geräusch war lange genug. Hier. Oh Mann, Leute. Ihr gewinnt auch keinen Intelligenzpreis, ne? Gut, ich darf mich natürlich nicht aufregen hier. Drück mal einfach hier auf gut Glück eine Taste und erwischt die falsche. Hallöchen. So, wo packe ich dich denn jetzt hin? Ich meine, das Problem ist natürlich, dass wir hier so eine Putzfrau haben. Die ist auch noch deine Frau. Sie ist zu. Und hier sind überall Ratten. Ist hier jemand drin? Ach, das ist doch auch... Nee, jetzt ist offen. Hatte ich einen Schlüssel? Interessant. Sein Büro. Ach, das hat die da unten gehört. Komm hier. In die Badewanne? In die Badewanne. Ja, da ist er sicher, ne? Der Badewanne ist er doch sicher. Ach, komm hier. Ratte. Verreck. So. Hier mal sicherheitshalber die Ratten ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, aber. Man kann sie. Da ist noch eine. Ne, die respawnen einfach.
Hat keinen Sinn. Hier hat man eine Notiz. Kann da wieder lesen.